Ja, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück hier zu unserem Gemeinschaftsprojekt hier auf der Stappenbach im verschneiten, ja, in der verschneiten Jahreszeit. Natürlich immer noch mit dabei unser Sandmann. Hi. Die Ente. Hi. Und audiotechnisch noch mit dabei der Alex. Hallo. Und ich komme hier gerade nicht in Berko. Soll ich mal ganz sachte schubsen? Ja, irgendwie ja. Ich würdest du den Arm noch was höher machen? Warte. Ich. Noch höher geht gerade nicht. Warte mal. Das war so. Nee, so. Weil dann hänge ich mich mal hier ans Schild. Ja, du musst mich auch hängen lassen. Das Schild hat keine Kolli. Toll. Ich bin so oben. Ach. Jetzt weiß ich warum. Guck mal hinter meinen Traktor, hinter meinem Bagger, was ich da hingeschoben habe. Das war das, warum ich nicht hochkam. Immer wieder was Neues. Ja. Ja, meine Lieben, ich bin mich hier immer noch mit dem Starkholz rum am Ärgern gerade. Das ärgert mich nämlich gerade. Das Holz ärgert ihn, ja. Ach, jetzt nicht mehr. Jetzt gucke ich, dass ich den das Ästchen hier vor Wiesel dahin bringen, wo es hin soll. Aber ich bin ja was flotter wie er. Du macht nichts. Komm, wir sagen nirgendwo hoch. Eigentlich, also wir hatten keine Probleme. Ich wollte sagen, also wir kommen überall hoch. Also aber warte endlich, ich komme zu dir, dann greife ich dir unter die Arme. Wo ist denn unser Eisenschwein? Ich bin auf dem Weg zu der Ente. Okay. Mit unserem Eisenschwein. Ja. Dann versuche ich in die Seitenstraße reinzukommen. Ja, verwinkel dich jetzt bloß nicht zu sehr, sonst kriegen wir dich nicht mehr raus. Genau. Bleib am besten einfach da stehen, wo du jetzt bist, und ich komm. Ja, ich versuche noch ein bisschen hochzukommen. Ich hoffe, es ist ein bisschen vorwärts. KI-Verkehr, ich hasse ihn. Ja, hast du glaube ich schon mal erzählt. Ja, nicht so viel PS. Da fährst du lang. Jo. Ja, beste ist, wenn du versuchst, die Hauptstraße raufzufahren. Welche? Ja, ich fahr gleich vor. Ich fahr gleich vor, dann siehst du wo lang. Jo. Oh, du bist aber auch gut weggerutscht, kann das sein? Ja. Muss ich gucken, ob ich dich so anhängen kann. Wow, jo. Wow. Genau. Kannst du, warte. Kannst du noch mal ein Stück zurück? Jo, und jetzt voll auf dem Gas. Voll auf dem Gas. Ah, du drückst mich gerade ja weg. Komm doch. Geh du nochmal vom Gas, dass ich mich hier gerade ziehen kann. Ja, ich setz nochmal neu an. Ah! Was ist denn los mit dir, mit dieser Stange?
Anfänger drückt mich weg beim Rückwärtsfahren. Das sollte sie nicht tun. Naja, dieser Baumtyp wird nicht unterstützt, ist mir jetzt gerade egal. Fahr rückwärts, Junge. Flott. Hinten da. Gib Gas. So, ich warte. Ja, fahr jetzt noch ein Stück weiter vor. Jetzt kann man den zweiten holen. Fahr schon mal Seite. Ach, Leertaste. Yep. Oh, 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 oh. Ah, oh, das war knapp. Ja, das ist so ein bisschen doof an der Stange, muss ich sagen, dass die nicht oben ist beim Fahren, weißt du? Dass man die hinterher schleift. So ein bisschen doof. Oder wie, wenn du sowas dran hast, so eine Gabel oder so, die nicht mit der Maus steuern kannst. Ja, noch ein Stück. Muss noch ein ganzes Stück zurück. Ja, ich bin in Kamera. Ich bin auf Bremse. Jo. Ja, geil. Stehst du? Bin hier. Muss ich jetzt echt erst. Würdest du mich gleich mal anhängen? Ich anhängen. An die Stange. Ich soll die ankuppeln. Geht mir, nicht. An mir. Warte. Kann ich dich fixieren? Nein, kann ich dich nicht fixieren. Jetzt, oder? Nö. So knapp. Oh, da kann ich auch schon wieder abkuppeln, ne? Nee, gib Gas. Oder, gib Gas. Los, Abschleppstange darüber. Fahr mal hinten ran. Siehst du das, wo ich das in der Hand habe? Guck mal, was ist denn passiert? Hier habe ich. Ja, moin. Na? Oh, ich bin zu weit. Ja, kuppel mal an. Hä? Ja, moin. Ja, komm, zieh! Ich muss dich abkuppeln. Oh. Boah, ich mach das jetzt anders. Die Abschleppstange regt mich gerade nur auf. Die funktioniert absolut nicht so, wie sie soll. Oh. Wo ist sie? Weg. Was? Okay. Bin auch Gras. Oh.
Sie sind einfach mal über 10 Minuten dran hängen, mich zu befreien. Oh, es sind genau 10 Minuten. Ja, fahr weiter. Fahr weiter. Nimmst du mit? Ja, ja, ich schau mir den jetzt dran. Rechts, links, rechts. Und die Kurve. Ja. Und dann direkt wieder rechts. Ah, hier muss man schieben. Kann ich mir nicht so ein Schiebeschild oder so vorhängen? Nee. Dann rechts. Salam alaikum und tschüss. Soll ich zurück? Nö, nö. Bleib oben, oberhalb des Berges mal stehen, dass ich überholen kann. Ja toll, jetzt kommt doch noch Gegenverkehr. Weil du musst da jetzt gleich links eine kleine Straße rein. Ja, ja, ich komm vorbei. Bleib stehen. Genau hier links, ja. No risk, no fun. That's that man's motto. Und drück auf die Tube. Ja, nicht zu sehr, hier unten fährt auch KI-Verkehr. Feldweg. Ne, hier unten auf der Straße. Ach so. Aber die KI backt auch rum, ne? Ja, ja, durch den Schnee. Regnet es auch? Ja, im Sommer regnet es. Klar. Oh! Ah, ich muss andersrum fahren. Ich muss irgendwie wenden. Gerutscht. Dann fahr beim Kuhhof. Ach, er ist ja drin da, ja. Da kann man eigentlich drehen. Fallen wir mal auf irgendein Feld. Ja, da kommt KI! Bei der engen Straße. Ich warte dann mal hier, um dir den Weg zurück zu zeigen, den du am besten fährst. Jo. Kannst ja bei Wiese gucken. Oh, hier ist ein Feuerweg. Huch, der Schnee hat sich gerade in Regen verwandelt. Ja. Noch schlimmer. Und glatt. Ach, das ist ein Drehschemel. Ja. Ah. Okay, ich bin wieder back on the road. Das ist gut. Das überfrierende Regen ist jetzt das letzte, was wir brauchen könnten. Kann man gar nicht mehr fahren, oder was? Ich meine, ich weiß nicht, ob der Regen hier überhaupt überfrieren kann. Abgesehen davon. Aber wenn du überfrierenden Regen hast, dann hast du eine Eisbahn. Ja. Oh. Aber es zeigt ja noch Sonne an. Soll ich die kleine Straße hier reinfahren? Ja, ja. Hier hoch. Okay. Jo, jetzt leckt's bei mir. Toll. Oh, Feuerbaum mit Mordsgeporn. Ja, hier hab ich ja auch geräumt. Oh. Du fährst einfach neben, kippst ab. Also neben den Haufen da. Achso. Hey, ich wollte rückwärts, aber Drehschimmel kann ich nicht. Das ist ja nicht das Problem. Kann ich nicht diesen Kettenbagger-Träger haben? Nein, der wird hier benötigt. Ah. Jo, kannst da abkippen. Hui. Ja.
dann folge mir unauffällig. Das ist übrigens jetzt auch der Weg, den musst du mit dem Fan fahren, sonst hast du verloren. Oh. Also Ente merken. Ja. Nachmachen. Ja. Hey KI, ich hab Vorfahrt. Hey! Zank dich doch nicht mit der KI, Mensch. Gas. Ja, mehr als 35 ist nicht. Oh, ich hab 40. Ich weiß. Also wenn du da wieder ankommst, der Fendestläufer, also da kannst du gerne wieder losbekommen. Mach ich. Okay. Oh. Hier geht's rein. Oh, warte, ich war zu schnell. Jo. Ich hab auch selbst von mir gebremst. Ah, du hast keine Drehschirme. Oh. Nö. Die hänge ich jetzt gleich auch wieder zusammen schnell. Also. Kommst du voran? Naja. Ich muss nur in der Spur bleiben. Zu langsam. Wir müssen hier links. Mit minus 2 Grad. Bodentemperatur. Lufttemperatur sind 2 Grad. Achso. Oben ist Lufttemperatur und unten ist Bodentemperatur. War friert. Boden. Oh, da sehe ich was. Ich glaube, das ist ein Wiesel. Nicht. Kann durchaus möglich sein, dass du mich siehst. Also du kannst den Johnny mit Hänger einfach da hinter die Karre stellen, dann hänge ich zusammen. Kannst dir dann ziemlich den Fan packen und wieder gucken, dass du wegkommst. Jo, kannst stehen lassen. Motor ist an, ne? Hm? Ach, den kann ich schon wegfahren. Jo. Ja. Auf dass du den Weg gemerkt hast. Jo. Und wenn nicht, frag lieber einmal zu viel nach, wie einmal zu wenig. Also wenn ich jetzt diesen Landstraße ganz folge, dann einfach mal links. Dann bei der 82 rechts. 82 rechts. Da kommst du auf der Hauptstraße und dort fährst du eigentlich bloß links rum, geradeaus, bis dort, wo rechts dann die Fahnen kommen, die grünen, also hier diesen Beiwa oder Landhandel oder was das da auch ist, und da fährst du dann gleich wieder links. Dann ein Stück hinter und dann siehst du schon, da geht's dann rechts hoch. Den Weg, wo du dann hoch zum Abkippplatz fährst. Erst bei der 83, dann rechts. Genau. Okay. Siehst du? Ah, den Ehen musst du da mal. Ja, genau. Den hat's irgendwie nicht so gedreht, wie ich das haben wollte. Hä? Stand das Teil da vorher schon? Du meinst im Wald? Nee, da dahinter. Das abgesperrte Ding. Ja, das könnten wir kaufen. Ach so, das habe ich gar nicht für voll genommen. Okay. Ich habe mich jetzt gewundert, denke, wo kommt denn das hier gerade her? Aha, okay. Jo. Also ich sollte jetzt so gut wie es geht alle geraden Bäume aus dem Wald raus haben. Die anderen musst du dann nehmen. Ja. Was? Oh Gott, wieso? Ja, ich hab eine 180-Grad-Drehung. Ja, toll. Unfreiwillig. Versteht sich ja von alleine. Mit Drehschäme? Nee, ein Kirovitz-Radlader. Achso. Da
Na toll, was na toll? Warum na toll? Wie jetzt na toll, hä? Genau. Hast du mal gesagt? Echt, hab ich das? Kann ja. Ja, wahrscheinlich na toll, darauf bezogen, dass ich gedreht hast. Achso. Ja. Deswegen na toll. Denke ich mal. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Mensch, wo hast du den dicken Baum hergeholt da? Den habe ich aus dem Wald geholt. Ach so. Den hat da irgendeiner vergessen. Echt? Schweinerei. Ja. Der lag da noch rum. Okay. Oh, ich bin beim Händler. Was? Beim Händler? Was willst du beim Händler? Umdrehen. Ja, so falsch bist du da gar nicht, Ente. Warte, ich komme mal eben zum Händler, dann weiß ich dir mal ein bisschen den Weg. Ja, ich sehe schon, das ist so eine graue Plattform, so eine große. Genau. Aber ich weiß schon, dass ich mich verfahren habe, nur eine Umdrehstelle gefunden. Optimal, Ente. So wollen wir dich sehen. Genau. Läufst ja noch zur Höchstform auf hier. Ja. Wenn ich Lust habe auf LS, dann spiele ich auch richtig. Weißt du ja. Ich weiß was. Wir haben schon genug gezockt. Oh ja. Schon weit schon über 1000 Stunden bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mehr als genug. Können wir ja bei eSports mitmachen als Team. Jo. Das ist noch nicht so hochgegriffen. Absolut nicht. Jo, ramm mich doch, KI. Ja, die KI ist hier nicht wirklich gut intelligent. Bei dem wird intelligent groß geschrieben, weißt du? Oh, ich bin da. Super. Oh, Wiese, jetzt bist du da aber was am Veranstalten, du. Ich nicht. Wenn die Stämme nicht in der Lage sind, nacheinander zu rutschen, das ist halt so. Aber das kriegt er schon hin. Das macht er. Das hat er gestern auch hingekriegt. Der fängt sich noch. Warte mal. Die rutschen gleich alle nach. Ja, und wenn du bedenkst, jetzt ohne den More Realistic, ne, wäre das Ding jetzt einfach zu. Ja, wäre es zu, ja. Zu schwer. Egal, der wird gleich mit reingezogen, wenn ich den einen Ast draufschmeiß. Genau. Oh, da kann Ende doch gleich wieder losdruckern, wenn sie wieder kommt. Sehr schön. So muss das. Den Hänger weggefahren, der nächste ist gleich schon wieder voll, wenn er wieder hier ist. Sehr schön. So muss das. Ente, denk nur dran, dass du die zwei Hänger hier, ne? Ja. Nicht hinten nach hinten abkippen darfst. Sonst kommst du nicht mehr vom Fleck, wenn du den hinteren zukippst. Ja. Könnte sich dann als problematisch erweisen. Könnte schwer werden, ja. Siehst du, Daniel, wie gut die das hier gerade geschafft haben? Ja, ich wusste es doch. Na, warte mal, Daniel, lass mich mal fix noch hier. Ja, ja. So, jetzt. Die rutschen mir noch raus. Jetzt fahre ich wieder den nächsten holen. Daniel, kannst du ja Sicherheit nochmal hinter mir herfahren? ich hätte gerade nichts, womit ich hinter dir herfahren könnte. Ach, du bist aber auf dem richtigen Weg. Jo. Aber wenn ich den anderen dann fahre,
Ja, ist kein Problem, kann ich machen. Du musst aber eigentlich nur denselben Weg fahren, da bin ich eben ohne Probleme raufgekommen. Okay. Oh, ich hab mir den richtigen Weg gemerkt mit meiner richtigen Straße. Du kannst den Deutz dann auch direkt drunter fahren. Jo, wenn ich das hinkrieg. Ja, also das wäre jetzt schlecht, wenn du das nicht schaffst. Ja, manchmal brauche ich auch zwei Anläufe. Oh, da ist noch ein Baum, sehe ich gerade. Okay. Ist jetzt nicht das große Problem. War. Da die steht doch. Da hängt auch noch einer quer, ne? Ja, kann sein. Ich komme irgendwie nicht vorwärts. Was? Was heißt dieses P, was leuchtet? So ein rotes P? Na, das ist die Handbremse. Das ist die Handbremse. Wenn die leuchtet, was ist dann? Dann ist die an. Wie meint die auf? Da gibt's eine Taste für. Auf Ende. Ende. Das kann sein, Ende. Ich hab sie mir umgelegt. Ja, das Original ist Ende. Ja, es fällt auch besser an, ich wollte mich schon wundern, ey. Es gibt auch ordentlich Stoff. Ist praktisch, wenn die Handbremse nicht drin ist, ne? Ja. Macht irgendwie Sinn, ne? Aber ich bin sicher angekommen. Wiesel, lässt du mich dann eben ablegen? Dann kann ich hinterher. Ja, leg du ab. Ich da bin, bist du fertig mit ablegen. Weil du bist schneller wie ich, weißt du. Ja, ich muss trotzdem erstmal beschleunigen und den Bogen richtig kriegen. Ach, da unten kommt sie ja schon. Weißt du, was mir gerade auffällt? Der Enzacker ist sowieso rappelvoll. Ja, ist er ja, deswegen. Lohnt sich eigentlich nicht, jetzt was durchzuschmeißen bis Ende da was. Den Trichter könntest du rein theoretisch mal vollschmeißen. Rein von der Theorie zumindest. Bis Ende drunter steht, ich habe das Häckselwerk ausgemacht. Okay. Ja, du musst den Kopf manuell drehen, ist doch doof bei dem seine Bogen, ne? Ja. User in your channel timed out. Oh, Alex? Jupp. Naja, Alex ist getimed, das ist nichts Neues. Nur das Schöne ist halt an dem Sennebogen, du kannst auch liegende Bäume mit dem aufnehmen, ne? Richtig. Oh, da kriegt der Hacker aber was zu tun. Ja, also, ist ja leicht, kann ja jeder. Ey. Wir wollen ja auch ein bisschen metern heute noch. Ja, du musst dann. Ja, sieht gut aus, Enter. Sieht super aus. Noch ein Stück vor. Du stehst einen Tacken zu weit weg. Ja, warte mal, da, bleib stehen. Fahr nochmal ein Stück vor. Einfach gerade vorziehen. Jawohl. Motor kannst du anlassen, damit man den oben in der Liste sieht. Also, wenn ich die Handbremse rausmache, kommt da auch was. Macht Sinn, ja. Ich bin hinter die Ente. Jo. Wenn du dich damit sicherer fühlst. Aber den Unterschied merkt man, ne? Jo. Ui, Ente, das sah jetzt wie beim Profi aus.
Wenn ich kann, dann kann ich. Wiesel? Ja? Soll ich zur Notlage meinen dritten Hänger mit raufbringen? Das wäre vielleicht eventuell nicht verkehrt, weil wenn wir jetzt wirklich so, wie es momentan läuft, so extrem schnell hintereinander weg, dann wäre es wahrscheinlich günstig, einen Puffer zu haben hier. Dann bringe ich einen Dreiachser mit hoch. Ja, und wir sind schon wieder am Folgenende, merke ich gerade. Ja. Wir waren jetzt wieder am Abwart. Du, ne? Ja, ich glaube wohl. Ja, gut. Na gut, meine Lieben, ich würde sagen, schaltet wieder ein. Lasst eine Bewertung da. Positiv oder negativ, egal. Hauptsache, ihr bleibt sachlich. Bewertet gerne. Von meiner Warte war es das aus. Ich denke mal, Wiesel möchte noch was sagen und die Ente danach bestimmt auch. Ja, also von meiner Seite her, wie gesagt, auch, ja, auf jeden Fall ein Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs dabei sein. Links. Ja. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid und reinschaut. Ja, und dann würde ich sagen, man sieht sich und bis demnächst. Ente, du. Tschüss.